Hi, kennt ihr auch so Typen, die sich selbst als Frontsau bezeichnen und lieber auf dem dreckigen Boden rumrutschen, als aufrecht hinter einer Deckung zu stehen? So ein Paintballer ist Dustin. Seine Klamotten sind dreckiger und gehen schneller kaputt als die seiner Teamkollegen. Sein Markierer hat mehr Schrammen als die meisten anderen Farbspritzen. Und wenn er mal mehr als 3 Pötte in einem Spiel verschießt, ist das schon echt was Besonderes. Hi, mein Name ist Dustin Althoff und ich spiele Snake. Der Snake-Spieler ist für mich auf jeden Fall derjenige auf dem Feld, der die meiste Fitness mitbringen muss. Weil er, also wir haben das so, dass wir eigentlich immer lang laufen. Du hast lange Laufwege. Es eignet sich halt nicht, wenn man sehr, ich sage immer, sehr gut gebaut ist, Slides zu machen oder sonstiges. Also ich würde schon sagen, dass das die fitteste Person auf dem Feld sein muss. Auch von der Geschwindigkeit her. Also das ist so das, was ich auch im Training mache. Sprintübung, Slides ohne Gun mit. Wie gesagt, das ist eigentlich der Job, schnell in die gefährlichen, in die gefährlichen Bunker zu kommen für den Gegner. Für mich macht Snake-Spielen aus, dass man, wenn ein guter Coach neben dir ist, dann hat man auf jeden Fall meistens die Möglichkeiten, viele Gs zu schießen. Kommt halt immer drauf an, wie der Gegner das lockt oder nicht. Aber unachtsame Gegner, also da kommen schnell mal ein paar Gs zustande. Geht schnell. Also dann ist auch wirklich, man kann halt den Schaden machen. Man kommt schnell nach vorne und setzt halt quasi die entscheidenden Punkte.